Ist nämlich relativ weit gekommen, ne? Gehen Sie mal hier weg. Gehen Sie mal hier weg. Obwohl, du warst. Oh, du warst ein Händler. Du hast die hier hochgelockt. Okay, dann würde ich hier einen Wall hinklatschen müssen. Das wäre gar nicht mal so doof, weil das ist ja, ne, relativ nah an dem Ding da dran. Ja, hier geht halt ein Weg vorbei, ne? Und so einen Ball habe ich gar nicht freigeschalten, ne? Warum auch? Brauchten wir ja bisher nicht. Da muss ich doch so einem von den Affen so eine Armbrust geben, oder was? Nee, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Das ist ja, dieser eine Wall ist ja nur zum Ausguck. Ausschau halten nach den anderen, ne? Und nach Feinden Ausschau zu halten. Die alarmieren dann höchstens, aber. Hier, das Ding. Setze ein Pal, der Handwerk beherrscht. Achso, das ist dann wurscht, welcher von denen. Okay, also, das war. Oh, ein Haufen Metallbarren. Ja, das ist genau das, was ich hier dann abbaue. Schön. Okay. Ich hoffe, die werden sich hier drin nicht, zwischen nicht verfangen. So, da oben ist schon wieder irgendwas Rotes. Sieht man nicht, okay. Das ist egal warum. Ja. Kommen die da überhaupt dann hoch? Nee, ne? Wie ist denn das, wenn ich da aber ein Holzfundament hinmache, dann funzt das auch nicht mehr mit der Treppe. Die spackt ja dann, ne? Ah, nee. Würde gehen. Würde das. Ja, die würden. Also ich würde zumindest mal hochkommen, ob die anderen hochkommen. Aber auf dem da. Können die Viecher ja gar nichts tun, ne? Das war ja irgendwo der Witz da dran. Irgendwas war da. Irgendwas war da, dass die das dann gar nicht machen. So. Wie ist denn das mit dem komfortablen Palbett? Brauche ich Nägel? Hm. So, hier jetzt erstmal zwei. Das sind der eine darf holzen, der andere darf Stein, also Metall abbauen. Der holzt, ist im Moment das Wichtigste, weil ich Krempel für zum Bauen erstmal brauche, bevor ich hier großartig
andere Dinge tue. Okay. Habe ich jetzt genau die Ecke da? Nee, ich habe die. Gut. So. Also, Affe? Nee, warte, bevor ich jetzt hier doch noch. Wo ist die Kiste? Produktion ist es vermutlich, oder? Nee. Da, Kiste. Holztruhe. Steine brauche ich. Ha! Und dafür brauche ich noch mehr Steine. Und dafür brauche ich ganz viele Steine. Also ich glaube, so ein Steinbruch wäre hier gar nicht mal so blöd. Andererseits habe ich ja Stein zu Hauf daheim. Nee, das ist kein Stein. Das ist alles kein Stein hier. Da ist ein Lager. Warte, da ist noch Stein. Irgendwo Stein. Nee, ist überall nur Metall. Ja, mal gucken, wer da oben haust. Kiste? Okay, die Wilderer, das sind all die drei, die hier schon längst tot sind, ne? Schwache Medizin. Den habe ich zu Hause natürlich. Okay, hier ist nirgendwo Stein. Ich möchte aber nicht unbedingt ein Steinlager hinklatschen, weil dann immer Terror ist. Immer laut. Unheimlich laut. Da unten waren die. Oh! Schön. Ah, ich glaube, das da unten könnte ein normaler Stein sein. Oben ist schon wieder Terror. Ah ne, da sind doch Wilderer. Und ein Wolf. Und ein Liebhank. What the heck? Das ist so ein grüner, ne? Nee, hä? Ach, das ist einer von denen, okay. Der hat den gespawnt oder so. Aha.
Ich kenne dich irgendwoher. Du warst schon bei einem Raid dabei bei Sixt. Leasepunk, aha. Cool. Ah, warte, 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 da ist ja so ein besonderer Baum. Und ein Elektroigel. Da oben ist auch ein Elektroigel. Ah, es sind mehrere, okay. Okay. Irgendwas kam von da oben für ein Gespräch dazwischen. Ich weiß nicht, hat mein Entchen. Nee, da kam doch von da oben irgendwie was, ne? So schräg. Okay. Hier ist auch kein Steinzeug. So, wie war das da unten? War doch. Sah zumindest so aus wie Stein. Da ist auch schon wieder nur Metall. Oh. Sorry. Entschuldigung. Dich wollte ich. Da unten waren Wölfe. Irgendwo. Okay, hier sind Affen. Da hinten sind Wölfe. Schande, wo ist denn wieder das Steuerkreuz? Wie ich gut treffe. Ah ne, das war nicht nah genug. Okay. So, in der Hoffnung, dass die ganzen Affen nämlich da unten jetzt noch leben. Sehr schön.
drei sind abgehauen. Aber nicht ganz platt machen, ja? Das mach lieber ich denn, ne? Okay, da ist noch einer. Das war weit. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau gedacht, dass ich den tatsächlich treffe. Hä? Okay, aber der eine da, der könnte es werden. Okay, der nicht. Ich schmeiß aber trotzdem mal. So, der Elektrohasi eben. Haben wir die Wölfe? Fehlen zwei. Der Igel, fehlen vier. Da fehlen drei. Bei dem waren auch noch drei. Nee, ich wollte eigentlich. Danke. Okay, nochmal zurück. Da oben war Stein, aber ich weiß nicht, ob es. Nee. Shit. Ja, das war. Wen hast du denn jetzt am Wickel? Heiliges Blechle. Jetzt. Ich hab dich nur in die Richtung geworfen. Das hat schon gereicht, oder was? Ich dachte nur, der Wolf wäre so. Verbissen. So, nochmal. Ist das jetzt Stein oder ist das. Ich denke schon, ne? So, ich habe 300 Quetsch. Ja, wundervoll. Gut. Gucken, ob du überhaupt noch fliegen kannst. Ja. Ach, guck mal da. Ist das ein Dungeon? Nee, sieht das so aus. Was ist denn das hier, bitteschön? Verarsche ist das, okay. So, muss ich mir. Oh ja, doch ein bisschen weiter weg.
ist der Baum. Ah, okay. Da ist das Plateau, wo die Wilderer vorhin waren. Hier ist schon wieder Terror. Die sind hier aber auch irgendwie ungünstig, hä? Okay. Da ist unten schon wieder ein Wolf. Da unten ist was Grünes. Nee, warte mal. Die andere Truhe war hübscher, ne? Braucht aber, glaube ich, nochmal 30 und 5. 15 und ja, Gott, scheiße. Gut. Dann würde ich mal hier jetzt so langsam rocken lassen. Einmal Holz. Also ein Affe. Obwohl, warte mal, ich kann ja auch den Dicken eigentlich einsetzen, ne? Der da. Oder den da. Warte mal, der hat 1211. Oh ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den. Und dann so flott wie möglich eine Farm bauen. Ich würde auch noch Daydream gerade mal bei mich holen, falls da irgendeiner blöd kommt. Dass dann gleich einer um mich rumschwirrt, der Dinge erledigen kann. Angriff. Ja, ich nehme mal den als Stadt Future. Da kann die sich von mir aus ein bisschen leveln. Und dann brauche ich einen, der transportiert und gleichzeitig auch Holz macht. Gut. Der darf transportieren und Holz. Die kloppen sich jetzt miteinander um so einen Baum. Und ich brauche, was genau? Ah, ich kann noch eine Kiste machen. Und ich sehe es natürlich nicht gescheit, weil die Olle hinten dran ist. Ja, bist du gerannt, komisch, ist es vorbei. Hast du wenigstens Loot mitgebracht? Nee, hat er nicht. Kein Loot dabei. So, noch ein Bett. Brauche ich Holz? Und dann muss ich so schnell wie möglich auch einen Futtertrog machen, um meine ganzen Bären mal da rein zu pfeffern. Was brauchst du denn da? Holz! Hm. Haben wir da noch eine Foundation dazu? Ja. Gut. Würden Sie mal da weggehen? Danke.
mal, das mache ich dann hier hin. Ein bisschen in die Mitte. Da, wo die Tür ist. Da, wo die Tür ist, da darf von mir aus das Ding hin. Keine Ahnung, ob irgendeiner von euch Fleisch frisst. So, dann kann man hier noch weitere Betten bauen. Und eigentlich noch eine Foundation, ne? Ja, die passt auch noch da gut hin. Holz fehlt. So. Dieses besondere Farmding. Also Bett würde ich noch bauen wollen. Ich habe noch, dann hätte ich noch 15 Fasern übrig. Nahrung. Wo ist denn die Farm? Viehfarm. Braucht mehr Holz. Steine hätten wir. Fasern hätten wir auch nicht genug. Weil sobald wir halt den Bärenfuzzi haben, müsste es eigentlich richtig rocken hier. So. Ich muss aufpassen, jetzt bin ich fast voll. Warte mal, Fasern habe ich immer noch nicht genügend, aber ich glaube, vom Holz könnte es was werden. Machen wir das Holz nochmal zurück in die Kiste. So, Stein, das, das. Warte mal, machen wir den ganzen anderen Scheiß daran. Das, 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 weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Da ist Metall. Oh, Lagerfeuer muss ich auch noch machen. Ist das hier nah genug? Ja, doch noch ein Foundation. Ich will nicht so viele Foundations machen. Geh doch mal weg. Geh mal weg. Geh doch weg. Geh doch mal weg. Ich glaube, das Lagerfeuer werde ich hier hinklatschen. Oh, das ist jetzt nicht groß. Gut. Sag mal, du bist doch für Sammeln, oder bist du... ich meine für Transport. Oder bin ich da... Wrong. Du bist für... Nee, gar kein Transport. Ah, das, daran liegt's, daran liegt's. So, ich habe doch noch so einen von diesen rosa Heinis, die Transport machen können. Hier. Du machst Transport, Sammeln und Handwerk. Perfekt. Such dir das Zeug, bitte. Selbstständig. Und dann könnten wir langsam überlegen, wo war das jetzt? Hier, Zuchtfarm. Immer noch Fasern und Holz. Fasern, Holz. Aber das Brot schmeiße ich jetzt auch gerade noch hier rein. Ja, jetzt geht er pennen, ist mir klar.
So, ich muss jetzt gleich los, mein Zeug zusammensuchen. Randale. Hat der Dicke sich auch da reingelegt? Nö, ne? Wo ist denn der? Ah, der pennt einfach da hinten in der Walachei. Gut. So, jetzt müsste es soweit sein. Wieso geht das nicht? Zu steil. Ernsthaft. Was war schon gegen das Terrain hier? Das ist natürlich jetzt ungünstig. Wenn hier das ist, dann sind die Bäume vielleicht auch. Obwohl doch, die spawnen ja sogar in dem Teil neu, ne? Selbst in dem Gerät spawnt's neu. Dann kann ich es eigentlich ziemlich weit nach außen stellen. Figur im Weg, oder was? Ja, die Bäume sind im Weg, okay, aber. Mir doch egal. Ach so, nee, die Figuren sind im Weg. Das heißt, die muss ich jetzt mal kurz loswerden. Die Figuren sind im Weg. So, jetzt kann ich es einfach da mal hinstellen, ne? Terrain ist zu Ter Pass. So. Die verheddern sich bestimmt in die Bäume, das ist mir aber ziemlich egal. Das ist mir sowas von. Ja, sowieso nicht weit zu gehen, er muss ja nur Bären abschmeißen. Wenn ich den Futtertrog, werde ich dann noch einen hier hinstellen. Und versuchen vielleicht auf die andere Seite dieses Gebiets noch einen von diesen Farmdingern hinzustellen. So an den Rand. Da, wo die anderen Bäume stehen. Gut, im Moment stehen ja keine mehr, ne? Ich müsste warten, bis die nachwachsen, damit ich weiß, wo ich das Ding hinstelle. Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch den einen Heuhaufen, habe ich so gestellt, dass er nicht direkt im Baum drin ist. Damit es hübsch aussieht. Gut. Dann schmeiße ich nämlich den Grünen hier wieder raus. Und dann darf. Einer darf auf jeden Fall Steine kloppen. Wen nehmen wir denn da? Die Wutz war es, ne? Die Wutz kann Steine kloppen. Seismar. Seismar und Schinge.
Arbeitstempo 70, Arbeitstempo. Dann nehmen wir den. Und dann ist Arbeitstempo 70, Verteidigung, oh, das ist gut. Er darf. Der rennt jetzt freiwillig nämlich da hinten. Was willst du, Wutzje, was willst denn du bitte schön jetzt da hinten? Da sind doch gar keine Steine. Was tust du denn jetzt hier? Du baust die nicht ab, oder was? Ich dachte, du wärst ein Steinfuzzi. Jo. Baut aber nicht Metall ab, oder was? Moment. Sixt hat diese Riesenviecher da eingesetzt. Sind die anders? Wo ist denn der? Habe ich doch einen, oder nicht? Der da. Bergbau. Vielleicht, weil er stärker ist. Aber die Wurz war doch. Warte mal, der hat Bergbau 2. Was kannst schon du eigentlich? Nix. Okay. Achso, weil ich dich nicht hab. Ich hab nur die da, ne? Ja. Was kannst schon du sammeln? Handwerk. Du bist Holzfällen 2. Gut, dann würde ich doch den Glattweg die Wutz wieder wegnehmen. Der kann tatsächlich anscheinend nur Stein und nicht Metall oder was, ne? Also gehe ich mal davon aus. Dann schmeiße ich dich wieder raus. Und der kann. Holz 2, okay. Du bist Holz auch 2, ne? Der kann aber auch noch Aussaat. Ja gut, das interessiert ja zum Glück nicht. Die Miezekatze macht aber auch einen Terror hier. Ich glaube, der Kleine da, der kommt auch nicht so wirklich hinterher. Der transportiert die Beeren. Gut, dann muss ich tatsächlich hier mal ein bisschen näher die Futtertröge. Ich brauche Holz. Die Futtertröge. Ach du Scheiße. Den Futtertrog machen, dann können die nämlich hier ruckzuck dran. Da hinten weiß ich noch nicht. Mal gucken. Kannst du dich dann auf den Krempel konzentrieren? Und hier haben wir drin Dinge, 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 Dinge. So. Obwohl, wenn die Miezekatze gerade hier ist, dann kann der ja hier sich das Fleisch schnappen von mir aus. Und den Krempel schmeiße ich dann da rein. Gut. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 3. Bin mal gespannt, wie flott das sich dann füllt. Ob ich dann irgendwann 2 da reinschmeißen muss. Ja, er trägt es dahin sehr schön. Gut. Der eskaliert hier ohne Ende. Achso, Pal ohne Bett bekommen schlechte Laune. Sorry.
Wie gesagt, das Wichtigste wäre tatsächlich, dass wir hier eine Verteidigung aufbauen, wenn da irgendeiner blöd kommt. Wo habe ich denn das jetzt hin? Verteidigung, natürlich bei Verteidigung. Anderes? Nee, warum hatte ich das jetzt nicht freigeschalten? Habe ich nur geguckt und nicht gedrückt, oder wie? Tatsache. Metallbarren, Holz, Stein, Nägel, ja. Der transportiert sich jetzt ja hier bekloppt. Ah, wieder nix. Was brauche ich denn für die Schmelze nochmal? Holz, Feuerdüse, okay. Von zu Hause müsste ich da welche mitbringen. Gut. Gut. Ich würde jetzt nochmal Schnucki hier nehmen und gucken, jetzt wo ich ein bisschen was gebaut habe, wie das hier aussieht. Okay, vielleicht doch noch eine Kiste da hinten hinstellen, ne? Wie das aussieht, als würde er kacken, ey. Brauch noch ein paar Holz. Soweit dazu. Wir haben ja alles ratzegal weggemacht. Ja, zumindest ist ein bisschen durch die Farbe des Bodens hübsch, ne? Hätte schlimmer kommen können. Hätte schlimmer kommen können. Und ich brauche vor allen Dingen mehr Betten für einen Transporter, damit der sich hier nicht tot schafft. Weil der schafft sich gerade auch ein bisschen tot. Ja, ich würde sagen, das ist genügend Holz. Ich glaube, den lasse ich mal sich ausruhen. Und wer transportiert gerne? Der transportiert gar nicht. Ah, warte mal, Kerstin war es, ne? Hier. Kerstin. Genau. Kerstin darf transportieren. Ach du Scheißdreck. Okidoki. Du darfst mit. Du darfst Dinge tun. Wo seid ihr? Von da oben kommen die. Ach, die Wilderer machen sie auch noch platt. Geil. Geil. Und da ist noch ein Wolf. Und alle, einfach alle. Alle. Und Daydream guckt nur blöd zu. Weil...
Ach, die Wildere sind auch mitgekommen. Der Wolf hat's da auch wahrscheinlich kuscht, oder? Ja, der liegt da unten. So, Leute, ich habe jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen Probleme, wenn ich da durch die Gegend gehe, dass ich nämlich jede Menge Zeug loote, was ich jetzt im Moment gar nicht so will, weil ich dann voll bin. Gucke ich mir mal hier die Käse hier an. So, bevor der sich hier nämlich jetzt von lauter transportieren die Kanne gibt. Ach, ich habe schon wieder das scheiß Gold. Naja. Ich muss aufpassen, dass ich aus Versehen nicht das Metall mit loote. So, noch einmal. Ich will das Geld bitte behalten. Das war ja klasse. Da haben die Wilderer haben noch ein bisschen ihr Fett abgekriegt, beziehungsweise die haben die ein bisschen geschwächt. Allerdings kommen dann die Wilderer mit runter. Das ist dann nicht so optimal. Ach so, hier war auch noch so ein Scheiß drin wieder hinten, ne? Also, ich weiß nicht, ob die schon. Also, die guckt immer nach mir, statt Dinge zu tun. Was ist mein Wölfchen? Der ist immer gut stark. Nee, warte mal. Da ist er. Falls dann noch mal demnächst Terror ist. Wo schleppst du das Gold her, Mensch? Dass mir immer mein Geld da reingestopft wird. Ja, pass auf, ich glaube, ich mache da auch noch ein bisschen Metall rein. Dann ist die Kiste wenigstens voll. Und dann tragen sie, was weiß ich, was sie noch finden, tragen sie nach hinten. Ah ne, da ist schon. Ne, nehme ich ja mit. Falls mal irgendjemandem was ist. So, war noch irgendwas? Mal kurz doch gucken, wie es mit dem Futter aussieht. Das geht relativ schnell. Also ich denke, das ist in Ordnung so. Hier ist auch noch Zeug drin. Das werde ich mal wieder nehmen. Und hier rein tun. So, gut.
Wenn ich jetzt was bauen würde. Holz haben wir wirklich genug. Stein ist halt ein bisschen Problem. Da, wenn ich jetzt hier eine Steinfarm irgendwo hinklatschen würde. Nägel, Metall, ja, das ist es halt, ne? Also erstmal eine Steinfarm und dann eine Schmelze. Da wäre es nur die Feuerdüse und die könnte ich von zu Hause mitbringen. Wo ist denn die Steinfarm? Hey? Ach, da unten. Ach, könnten wir sogar. Könnten wir sogar. Die kann man hier nebenhin klatschen. Angeblich schief. Und wie war das mit der Schmelze? Kommt er wieder geflitzt und hilft. Dann bräuchte ich aber noch ein Bett, ne? Noch ein Bett. Und dann halt diese Wellness-Sache. Und ein Bett zur Sicherheit. Hier wollte ich dann eher noch so eine Farm hinklatschen. Ich kann ja auch irgendein anderes Vieh vielleicht mal nehmen. Hehe, Stein. Ach du liebes Lieschen, wie sieht denn hier aus? Dann würde ich sagen, die Katze geht mal heim und wir nehmen einen, der transportieren kann. Ne, der kann auch. Wer war Transporteur? Der. Aber generell mal nochmal alle reinholen, falls die irgendwo gebackt sind. Der. Okay, Transporteur, Dings. Verteilt euch, tut Dinge. Ich brauche nämlich ein bisschen Stein. Und da ist natürlich keins, warum auch. Wie wir das noch mal teilen? Hälfte? Ja. Da geht's jetzt ein bisschen eher ab hier, ne? So ein bisschen geht's hier ab. Wie geht's euch? Gesund und munter? Was ist mit dir los? So. Ja, eine Farm wäre jetzt nicht unbedingt hier wichtig. Hier ist aber Zeug weggebaut, also weiß ich jetzt nicht so genau, wo was war.
Ich würde die alle noch mal eintüten wollen. Alle eintüten. Der Schafferstaff weg. Und der darf Dinge tun. So schnell wie möglich jetzt transportieren. Okay, wir haben einen zu viel. Jetzt passt's. Wenn die so schnell wie möglich jetzt transportieren, dann haben wir alles weg. Und dann kann von mir aus neu spawnen. Dann weiß ich, wie ich das mit den Bäumen vielleicht noch mache. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was da hinten war. Da könnte ich nämlich dann das Wellnessbad hinklatschen, damit es denen gut geht. Der arbeitet ganz schön langsam. Ja, der wird jede Menge Metall schleppen, das macht gar nichts. Der soll sich bloß nicht überarbeiten hier. Hungrig. Wo rennt denn ihr jetzt alle hin? Ach, da hinten ist noch Zeug. Der ist sogar um einiges schneller da, der Kali Kilimari. Okay. Die haben nichts zu tun. Das ist gut. Ab jetzt können wir dann die wieder raus tun. Gut, dann. Da ist noch ein bisschen Zeug. Das hole ich selber. Gut. Alles klar. Jetzt kann hier von mir aus spawnen. Die können jetzt das Futter ein bisschen produzieren, beziehungsweise das Hasi kann es fressen. Okay, okay. Ich brauche ja auch ein eigenes Bett hier, merke ich gerade. Habe ich überhaupt hier? Wo war das? Mieses Bett. Geblitzt. Gut, dann können wir jetzt hier raus.